Also die richtige Haltung. Wird immer auch gefragt, so, kannst du noch Übungen zeigen? Wie trainieren die Davis Cup Spieler? Wie trainieren die Profis? Ja, also ein bisschen überspitzt gesagt kann, würde ich jetzt sagen, es passt nicht ganz, würde ich sagen, die Übungen sind nicht wichtig. Die Haltung, mit der ich die Übung anleite, mit der ich auf dem Platz stehe, mit, ja, das, was ich weitergebe, das ist wichtig. Also ich habe das erfahren, ich muss das jetzt einfach, muss einen Satz sagen, mein früherer Trainer, wollte ich eigentlich am Anfang sagen, jetzt fällt es mir nochmal ein, mein erster Trainer im Profibereich, Jaro Betschka ist hier, freut mich sehr, wir sehen uns ganz selten. Und das war für mich so ein Beispiel, der mit der richtigen Haltung daran gegangen ist und der mir einfach, da habe ich einfach einen Trainer vor mir gehabt, der da immer inspiriert war, der das am Anfang umsonst gemacht teilweise, einfach aus Freude. Und das ist diese Haltung, die dann bei mir ankommt. Und jetzt stehe ich hier viele Jahre später und erzähle davon, weil es einfach hängen geblieben ist bei mir. Und da gab es eine Reihe von Trainern und da würde ich nicht über jeden so sprechen, aber das bleibt hängen bei den Spielern und bei den Jugendlichen und Nachwuchsspielern.